Hallihallo und einen wunderschönen guten Tag zu diesem neuen Part von Super Mario World. Ja, richtig gehört. Wir sind hier wieder in den Schokoladeninseln und wollen endlich mal vernünftiges Festland erleben. Was meine ich mit vernünftig? Kein Wald und bitte kein Schokoladeninselzeug. Quatsch. Because nein. Einfach fuck. Da fängt es auch schon wieder an. Also im letzten Part habe ich ja schon eine Menge gefehlt und da war ich auch meines Wissens ziemlich verschnupft und deswegen will ich mich nochmal an der Stelle entschuldigen. Ich hoffe, es hat nicht zu sehr gestört. Aber diesmal sieht die Lage schon etwas anders aus. Denn wir schreiben das Jahr 2385 Cent. Fuck. Und so sterben wir wieder mal. Wunderbar. Nein, wollen wir es. Schön gemacht. Schön gemacht. Okay. Ich bin wieder halbwegs gut drauf, ja. Ja, eigentlich bin ich ziemlich gut drauf, weil Life stirbt verflucht. So. Wie kann man so strange drauf sein? Es ist ja nicht mal schwer, aber natürlich brauche ich immer, wenn ich einen neuen Part anfange, muss ich erstmal so eine Phase haben, wo ich hier erstmal die Umgebung beim ersten Level, das ich dann spiele, auschecke. Es klappt hier irgendwie gerade gar nicht. So, haha. Immerhin ist der Panzer gerettet. Immerhin ist der im Bild. Es geht nicht um mich, es geht um den fucking Panzer, Alter. Für den Panzer bitte einen Daumen hoch. Wenn der Panzer euch gefällt. Wenn nicht, bitte Daumen runter. So, jetzt versuche ich mal ein bisschen schneller hier. Vielleicht kann ich das so, wenn ich ein bisschen schneller... Okay. Das hat sich auch erledigt. Aber ich glaube, ich probiere es wirklich mal mit einer anderen Geschwindigkeit. Also erstmal der hier. Okay, die Geschwindigkeit startet jetzt. Sonic-Geschwindigkeit. Ah. Ich gehe in die Ecke und schäme mich, lass mich in Ruhe. Okay. Sasa. Oh, so. Bevor ich einen vernünftigen Satz sprechen kann, sterbe ich auch schon direkt. Es tut mir fucking leid, dass ihr jetzt schon so gute 4 Minuten ihr euch schämt, weil ihr mir zuguckt und ich nichts gebacken kriege gerade, aber... Hey, ihr seid doch von mir gewohnt, oder? Siehe letzten Part. Geisterhaus. Wo ich nichts konnte und immer noch bis jetzt in diesem Level viel mehr nichts kann. Macht das Sinn, was ich sage? Ich hoffe, ja, irgendwie. Ja, so weit sind wir noch nie gekommen. Das muss man auch erstmal schaffen. Das muss man auch erstmal schaffen. Ich möchte aber gerne da unten hin. Ich war immerhin unten. Mit dem Niveau. Und bin es immer noch. Irgendwann haben wir jetzt den Pilz. Ja. Ja, wow. Was war das? Skiller. Das war wahre Skillkunst. Pur. Oh, Mann.
die Röhre, ich weiß, dass man eine Röhre nicht kann, aber die Röhre sieht trotzdem so aus, als ob sie einen dazu einladen würde, mit einem tanzen zu gehen. Und es funktioniert sogar. Sie will mit mir tanzen, die Röhre. Die Gute. Ich dachte als erstes, nein. Kein Bock auf mich. Aber no. Das hier ist übrigens sehr schön. So eine Art Riesenrad oder Schiffschaukel. Wie man sie von der Kirmes kennt. Oder von den Fahrgeschäften und allem Möglichen. So ist ja... Das sieht übrigens unlogisch aus. Aber über Unlogik in dem Mario-Universum brauchen wir gar nicht zu reden. Wir gehen jetzt weiter. Die Fuzzies sind dabei. Ich bin dabei, du bist dabei. Wir alle sterben heute um 5 Uhr. Nee, Spaß. So, erstmal die Münzen. Ach, wer braucht schon Münzen? Wer braucht Geld, liebe Freunde? Wir haben Mario. Und Mario ist besser als Geld. Und ja. Der Tod ist nicht besser als das Leben. Also, liebe Freunde, falls ihr... Oh Gott, eine Feder. Eine Feder. Leave it to me. Yes. Oh Gott, fucking yes. Oh fuck, nein. Oh, yeah. Eine fucking Feder. Ein Ach. Eine Pflanze. Warum? Sie geht nach oben. Genauso wie mein Leben und deins hoffentlich auch. Schon wieder 7 Minuten und nichts Großes vollbracht wieder. So wie im letzten Part. Ah. Genau. Wie war das nochmal? Daran erinnere ich mich noch. Irgendwo war ein Secret. Das Geisterhaus sah aus, als ob es ein Secret geben würde. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich versuch's einfach nochmal. Im letzten Part haben wir da dieses Steinblock-Ding gemacht. Und vielleicht, wenn wir einfach mal weitergehen, vielleicht finden wir so eine Art normalen Ausgang oder eine andere Art von Ausgang. Und vielleicht können wir dann ja dahin. Das wäre sehr süß. So, wir gehen jetzt mal nach oben. So, haben wir schon viel geschafft bis hierhin. Noch ein Safe. Okay, dann gehst du zurück. Dann hast du das schon mal. Okay, das ist... Da brauchen wir nicht. Ja, haha, der Typ schon wieder. Den kennen wir aus dem letzten Part. Das war ein richtig schlimmer Vogel. So, jetzt kommen, glaube ich, dass wir den Blöcken richtig erstmal den Pilz einsacken. So, ein paar Safe States zwischendurch. Ich kann den Schaden. Da oben sind wir letztes Mal reingegangen und da kam da direkt das. Oh fuck, was tust du? Der Secret. Wieder keine Reflexe. Dieser Mensch ist ein kleiner Verräter. Du bist ein. I love you, Zuschauer. I love you. I hope you too. Oh Gott. Englisch Skills sind dabei. Ahaha. Ah, oh. Also hier können wir anscheinend echt nichts tun. Also das war anscheinend schon das Geisterhaus, das kann ja nicht sein. So ein kurzes Geisterhaus. Und so billig. Okay. Okay. Hat man auch nicht alle Tage.
kommen die Typen nochmal. So. Warum sind die Geister? Der war vorhin noch da. Habt ihr das gerade gesehen? Ach. Na. 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 Ich speichere gerne, aber wohin soll ich? Wohin? Das finden wir im nächsten Part raus, Freunde. Und dies war wieder ein Part, der mich wieder und euch auch leider nicht hier keinen Schritt weitergebracht hat. Und ich hoffe, das war für euch keine Zeitverschwendung oder so. Aber bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Super Mario World.